Hey ho Leute, willkommen bei Part 42 von Wie erstelle ich mein eigenes Pokémon-Spiel? So, hier oben im RPG Maker geht ihr auf Game, Change Title und dann könnt ihr eingeben, wie euer Spiel heißen soll. Zack, drückt auf Enter und schon habt ihr ein neues Spiel. Gut. Ihr könnt es auch anders machen, ihr könnt auch in euren Ordner gehen und dort auf, wo haben wir es, game.ini gehen und dort ist nämlich auch der Titel vertreten. Das heißt, ihr könnt da ebenfalls euer Game Dius Figdagask nennen, einfach mal speichern und das Game starten. Und zack, heißt es Dius Figdagask. Schöne Sache. Nein, gut, das war nur so nebenbei, wie ihr euer Game benennen könnt. In diesem Part geht es um die Karte. Ich habe mich ja lange vorgesträubt. Ich glaube, so ein, zwei Tage waren das bestimmt. Aber bevor wir das machen, möchte ich nochmal ein, zwei Sachen sagen. Und zwar gibt es schon zwei Let's Plays zu meinem Spiel. Und zwar einmal von dem Herrn TK. Der hat bisher zwei Parts oben. Und der Herr Sheradox LP, der hat bisher drei Parts oben. Beide Let's Player habe ich mir mal angesehen, ich habe alle Parts geguckt. Ich könnte mich schlapplachen bei dem Spiel, ich finde es einfach nur göttlich, wie andere das eigene Spiel spielen. Also ganz ehrlich, guckt ruhig mal rein, lasst ein Like da, wenn es euch gefällt. Wenn nicht, dann nicht. Auf jeden Fall habe ich mal so bei Zippisch herumgeguckt und Tatsache, es haben sich schon 34 Leute das Spiel geladen. Das finde ich gar nicht mal so schlecht. Ach, apropos, fällt mir gerade auf. Ich habe in dieser Liste bei Zippy Share noch ein anderes Spiel oben. Marcus Tower Defense 2. Ich habe übrigens mal so vor 2 Jahren, 1,5 Jahren oder sowas ein Tower Defense Spiel so selbst programmiert, ne? Es ist aber, da ist so ein Kanal vertreten, mein alter Let's Play Kanal quasi. Und ich weiß nicht, ob ich das hochladen will für euch, denn ich will nicht, dass ihr meinen alten Kanal kennt. Wer weiß. Nun gut. Habe ich genug Zeit herausgezögert, jetzt müssen wir leider zur Karte gehen. Und dazu fangen wir am besten erstmal damit an, dass wir uns eine Karte erstellen. So, dazu gehen wir auf unseren Ordner. Zack. Und wo findet man natürlich die Karte? Bei Audio. Falsch. Fonts. Knapp daneben. Genau, in einer GameRX-Data-Datei. Ach, auch nicht. Dann gehen wir auf Graphics, Pictures und irgendwie ein bisschen runterscrollen. Map Region 0, hier haben wir sie. Das ist also die Karte, die vorgegeben war, die Essen-Region. Die schließen wir mal schnell. Ich kopiere sie mir mal, Steuerung C und Steuerung V. Jetzt habe ich sie hier unten, die Kopie von Map Region 0.png. Die nenne ich mir jetzt einfach Karte Yoho.png. Gut, da gehe ich jetzt mit einem Rechtsklick drauf und öffne sie mit Paint. Ich werde jetzt hier keine professionelle Karte erstellen, ich werde einfach nur mal irgendeine Karte erstellen, die seinen Sinn und Zweck erfüllt. Die ihren Sinn und Zweck erfüllt? Das ist jetzt nicht so wichtig. Gut, ich mache hier gerade mal alles schwarz, das geht schneller, indem ich hier mal so mache. Jetzt mache ich alles weiß, weil ich dazu Lust habe. Zack. Oder nee, blau. Blau steht für Wasser. Dann machen wir hier unten eine Insel. Eine grüne Insel. Ach, das ist ein hässliches Grün. Nee. Ist das Grün? Hallöchen erstmal. Also das ist nicht das Grün, was hier unten angezeigt wird. Da könnte ich drauf schwören. Nehmen wir halt. Ach, scheiß da unten drauf. Hier machen wir eine Stadt. Und hier machen wir eine Stadt. Ungefähr so wie unser Skript, hätte ich fast gesagt, unsere Island ausgeführt ist. Quasi, wir haben unten Äschte, Stadt 1. Und darüber geht es auf Route 1 und dann kommt Stadt 1. Das heißt, wir haben zwei Städte, die übereinander liegen und dazwischen eine Route. Soweit sind wir. Route 2 lassen wir außen vor, weil das hier ist ja professionell hin und her geschlachtet. Da kann man ja nicht viel falsch machen. Das heißt, wir brauchen zwei Städte und eine Route dazwischen. Die Route mache ich einfach mit einem Strich. Nehme ich mal braun. Wie gesagt, es ist jetzt nicht wunderschön. Das ist auch kein Braun, aber auch egal. Einfach nur, damit ihr versteht, wie es sein soll. Das ist jetzt Stadt 1, Äschte, Route 1, Stadt 1. Punkt, Punkt, Komma, Strich. Fertig ist das Map-Gesicht. Gut, das speichern wir einfach. Zack. Und jetzt haben wir es quasi hoffentlich genau hier. Karte Yoho.
die wunderhübsche Karte. Gut, jetzt gehen wir mal zurück und haben hier einen Internetlink, und zwar TownMapGen, HTML. Da klicken wir mal Doppelklick drauf. Zack, zack. Und dann öffnet sich auch schon die alte Karte, quasi... die alte Karte Essen-Region, die wir eben hatten. Moment, ich muss mir ganz kurz rechts was hinschreiben. Gut. Hab mir nur eine Notiz gemacht, was ich am Ende des Videos ein bisschen mache. So, und zwar gehen wir hier unten jetzt den Namen ein, den wir von der Karte eben erstellt haben. Und zwar habe ich sie ja karte-yoho.png genannt. Genau, karte-yoho.png und danach auf Change drücken. Schon haben wir unsere Karte hier. Der Regionname soll lauten Marcus Island. Island. So, nun haben wir ganz schön viele Scheiße hier mal. Und zwar einmal Current Position. Das heißt, wir müssen jetzt auf der Karte irgendwo hinklicken, wo unser Punkt sein soll. Als Beispiel nehmen wir hier. Verdammt. Hier, verdammt. Gut, haben wir ein bisschen schräg gezeichnet, das macht aber nichts. Man kann nämlich nicht überall den Punkt hinmachen. Da gibt es so Kreuze auf der Karte. Wie unten sehen wir 11, 12 oder 12, 12. Wir kommen nicht genau hier auf 11,5, 12 oder sowas. Das macht aber nichts. Im Notfall können wir die Karte später ein bisschen noch nach links verschieben oder sowas. Mal sehen. Gut, Current Position ist also 11, 12. Wenn wir im Spiel mit dem Cursor auf diese Position gehen, soll der Name, der erscheint, Äschte lauten. Weil Äschte ist ja quasi dies hier, dieses Ding hier, dieses hier, ne? Gut. Diese ist es. Äschte. Gut. Point of Interest. Was ist in Äschte so besonders? Gute Frage. Da gibt es einmal die Safari-Zone, die den Rollstuhlverkäuferladen, Kino. Popcorn kann man auch in der Bank kaufen, außerdem Monopoly spielen und vieles mehr. So, Fly Destination, jetzt wird es ein bisschen kritischer. Übrigens fällt mir gerade auf, bevor wir hier das alles machen, hätten wir noch kurz was machen müssen. Gott sei Dank haben wir noch nichts gespeichert. Wir gehen nochmal kurz in unseren Ordner auf PBS-Dateien. Auf TownMap, was ein LOL. Gut, auf TownMap. Und dort sind ja diese ganzen voreingestellten Sachen von der Essen-Region hier. Diese Essen-Region. Das heißt, wir löschen mal alles. Diese in Klammern 1 stehende Tierregion machen wir komplett weg. Und alles, alle Punkte, die hier sind, machen wir weg. Zack. Weg. Ach, wisst ihr was? Das auch noch weg. Die 0 lassen wir da. Alles in der townmap.txt muss weg, außer die 0. Drücken wir auf Datei, speichern. Und dann können wir die Kacke schließen. So. So, dass in der TownMap-Region, townmap.txt-Datei, nur die 0 ist. Wir haben ja noch nichts hier gespeichert, von daher ist es jetzt nicht zu spät gewesen. Gut, weiter geht's. So, in der Point of Interest haben wir ein paar Sachen eingefügt, die da erscheinen sollen. Das heißt, als Beispiel, hier könntet ihr eine Arena eintragen. Wenn ihr hier statt 7 habt, habt ihr hier Arena 7 oder sowas, ne? Als Beispiel. Gut, Fly Destination ist ein bisschen komplizierter, aber nicht zu kompliziert. Das beinhaltet Folgendes. Kann man in dieser Route fliegen? Und wenn ja, wo kommt man hin? Als Beispiel haben wir jetzt Äschte genommen. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal die Map-ID von Äschte rauskriegen. Die Map-ID sehen wir ja im Spiel. Wenn wir auf Äschte hier klicken, haben wir ja schon gemacht. Hier unten, das wisst ihr ja wahrscheinlich jetzt schon, 002 Doppelpunkt Äschte. Das heißt, die Map-ID von Äschte ist 002. Dann gehen wir wieder zurück hier auf den Browser und klicken einfach 002, Komma ein. Das heißt, die Map-ID am Anfang. Das Komma steht dafür, dass es getrennt wird zum nächsten. Jetzt brauchen wir nämlich die X- und Y-Koordinaten, wo man hinfliegen soll. Das heißt, wir gehen jetzt wieder zurück auf den RPG-Maker XP und klicken jetzt hin, wo wir beim Fliegen, wenn wir in diese Stadt fliegen, hinkommen sollen. Sollen wir hier hinkommen? Oder sollen wir ins Wasser fliegen? Vielleicht auch vors Labor? Oder am besten einfach vor dein Haus? Ich glaube, vors Haus ist das Beste. Das heißt, wir klicken einfach genau dahin, wo wir hin müssen, hinwollen.
Und dann sehen wir hier unten rechts wieder Koordinaten. 0, 1, 3 und 0, 1, 0. Das sind jetzt die X- und Y-Koordinaten. Wenn wir jetzt nach unten gehen, steht da hinten 0, 1, 1. 0, 1, 2, 0, 1, 3, 0, 1, 5, 0, 1, 9 und so weiter. Ne? Also 19, 17, blablabla. Aber wir wollen ja genau auf 0, 1, 3 und 0, 1, 0. Das heißt, wir gehen wieder in den Browser und tippen jetzt ein. Habe es vergessen. Wir tippen jetzt ein. 0, 1, 3, 0, 1, 0. Das heißt, bei Fly Destination kommt erst die Map-ID, dann die X-Koordinate und dann die Y-Koordinate. Oder X und Y andersrum, ich weiß es nicht. Genauso halt, wie es hier steht. Ich weiß jetzt nicht, was die X und was die Y-Koordinate ist. Müsste ja eigentlich 0, 1, 3 müsste X sein und 0, 1, 0, Y. Gut, aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall, was hier vorne steht, kommt auch beim anderen vorne hin. Was hier 0, 1, 3 steht, ist beim anderen auch vorne. Gut, Fly Destination wäre somit geklärt. Das nächste ist ein Switch. Ihr kennt ja die Karten, beispielsweise, wo ihr noch nicht wart, seht ihr auch nicht, was da ist. Das heißt, wenn ihr einen Switch eingebt, zum Beispiel Switch 100, Switch 100 soll quasi aktiviert sein, umgeschalten worden sein, was weiß ich, was man dazu sagt, damit das, was hier steht, bei Safari-Zone, Rollstuhlverkäufer, Laden, Kino, Popcorn, Monopoly, ne, das alles und Äschte wird erst aktiviert, beziehungsweise ihr könnt es erst sehen, sobald Switch 100 aktiviert wurde. Das lohnt sich so, indem ihr, Moment, da gehen wir mal auf Stadt 1, dann würde ich an eurer Stelle hier unten so eine Player-Position, Player-Touch machen, das heißt, sobald ihr in Stadt 1 reinrennt, naja, Stadt 1 ist jetzt ein doofes Beispiel, wir sind ja gerade hier bei Anfangsstadt, wo man immer ist. Da brauchen wir keinen Switch. Aber gehen wir mal davon aus, wir machen den Punkt hier oben gerade, ne? Hier ungefähr. Über dem roten Punkt, genau, also die zweite Stadt quasi, Stadt 1. Oh, ist so bescheuert. Ich habe mich so lange vor dieser Map gedrückt, weil ich sie hasse. Auf jeden Fall, sobald Stadt 1 aktiviert werden soll, müsst ihr über den Switch aktivieren. Das heißt, ihr macht hier einfach als Beispiel als Bestes einfach einen Player Touch. Und sobald Player Touch aktiviert wurde, müsst ihr hier halt Switch 100 aktivieren. Hier Kartio, ne? Gut. Und dann macht er noch hier Control Save Switch A, pipapo, das Übliche, ne? Das heißt, sobald ihr auf dieses Feld tretet, aktiviert sich Switch 100 und dieses Event wird aufgelöst durch das Control-Self-Switch. Das kopiert ihr euch am besten hier, ne? Und dann habt ihr, sobald ihr die Karte betretet, automatisch den Punkt hier oben fertig freigeswitcht. Gut, ich wette, die Hälfte der Leute verstehen jetzt nicht, was ich meine und die Hälfte der Leute ärgert sich darüber, dass ich so lange Zeit verplempere. Ja, falls es Fragen gibt, komm ich, ne? Gut, ich mache in diesem Fall keinen Switch und würde jetzt sagen, der erste Punkt ist fertig. Drücke ich hier auf Save, zack, und jetzt sehen wir hier unten, Point wurde hinzugefügt. Name wurde hinzugefügt und der Pfeilname. Die beiden standen, glaube ich, schon vorher da. Das macht nichts. Jetzt drücken wir hier unten auf Load, zack, jawoll. Und jetzt kopieren wir uns alles, was hier steht, einfach mit STRG und C. Einfach nur alles markieren und STRG und C drücken oder rechtsklick kopieren, wie ihr wollt. Auf jeden Fall müssen wir jetzt zurück in die PBS-Datei, die wir hier haben mit Town Map, wo nur die 0 drin steht. Dort gehen wir jetzt wieder hier hin, ne? Unter die 0 und drücken jetzt STRG und V. Jetzt ist ein überragendes Beispiel, was nicht passieren darf. Und zwar, also es wird passieren, aber ihr müsst darauf achten, dass es wegmacht. Bei Marcus Island sind jetzt so viele Apostrophe hier, diese Anführungszeichen, Gänsefüßchen, die macht ihr alle weg. Und Name, ich mache das immer über File Name, ich weiß nicht, ob es egal ist. Ich switche das eigentlich einmal durch. Gut, das heißt, ihr habt jetzt den Name, da macht ihr die Apostrophe weg, die Anführungszeichen. Dann habt ihr den File Name, kartioho.png und den Punkt, den ihr eben erstellt habt. So. Das heißt, das könnt ihr speichern, zack, und schließen wieder. Wenn ihr noch einen Punkt eintragen wollt, dann geht das einfach so. Den drückt ihr hier irgendwie auf die Route, versucht drauf einen Strich zu kriegen, ne? Ihr wisst, was ich meine.
Und dann könnt ihr das gleiche jetzt nochmal machen, wo ihr in Naruto beim Pokémon Center rauskommen sollt, wenn es überhaupt ein Pokémon Center geben soll, pipapo. Am Ende drückt ihr wieder auf Save und der Punkt wird hier erschienen. Das heißt, ihr müsst nur diesen Punkt markieren wieder. Zack. Und, wo ist es? Bei Town Map wieder hier unten einfügen. Da ich jetzt nichts eingefügt habe, sind überall nur Kommas. Und daher brauche ich das auch nie machen, das ist nutzlos. Ich könnte natürlich jetzt hier eine richtige Route wieder erstellen, pipapo. Aber, ach, ich mache das einfach mal. Also, dieser Punkt soll Route 1 sein. Das hier ist jetzt übrigens falsch. Gut, Route 1. Point of Interest, was haben wir in der Route? Eine Sinel, eine Beere. Kebia Beere, ja. Ach, eine Beere. Eine Beere. Fly Destination will ich nicht und Switch will ich auch nicht. Ich könnte jetzt einen Switch machen, aber habe ich keine Lust zu. Ja, dann drückt er wieder auf, normalerweise auf Save, aber da ich es eben schon gelöscht habe, müsste ich jetzt nochmal einen Punkt verschieben. Wartet kurz. Ich muss es nochmal machen, weil ich hatte vorhin schon auf Save gedrückt mit diesen Komma, Komma, Komma. Also, Name, Route 1, Point of Interest, Beere. Gut, das war's. Save, jetzt kommt hier dieser Punkt, den ich vorhin auch hatte, ohne Route 1 und Beere. Den kopiere ich mir wieder in Town Map, einfach unten rein, ne? Pipapo. Hier, so. Und speichern. So, fertig. Letzte Stadt will ich jetzt gar nicht mehr machen. Und ja, das war's eigentlich auch schon zu der Map hier. Jetzt müsst ihr allerdings, bevor ihr noch die benutzen könnt, in den Editor gehen. Kurze Rede, kurzer Sinn, ne? Lange Rede, kurzer Sinn, besser gesagt bei mir. Lalalala, Editor ist immer so schön gewesen, da kann ich mich noch gut dran erinnern. Ach ja. Lalalala. Nee, weil ihr müsst das quasi jetzt alles noch wieder in die intel.txt-Datei umwandeln und dann wieder in deutsch.dat, pipapo, das habe ich ja schon öfter erklärt. Das heißt, im Editor auf Extract-Text und danach auf Compile-Text. Sobald der Compile fertig ist, könnt ihr hier. Wie sagt die? Ach, hier. Nee. Ich muss mal kurz den Editor öffnen. Ich glaube, ich habe zu früh geschlossen. Also nochmal Compile. Na komm. Wie sagt die 0 Kilobyte? Nochmal. Und. Ja, das wundert mich jetzt. Moment. Nochmal Extract. Das ist natürlich hier professionelles. Sowas gut sei noch nicht gesehen, ne? Jetzt hat sie. Also, wenn sowas passiert, das ist ein kurzer Tipp, einfach nochmal Extract und nochmal Compile. Irgendwie war das ein kleiner Bug. So, intel.dat. Die nennt ihr jetzt wieder deutsch.dat oder falls ihr sie französisch genannt hat, .dat, einfach so wieder nennen. Wieder in den Data-Ordner rein, da habt ihr ja schon eine. Die ist jetzt ein bisschen kleiner, weil wir die ganze Map-PBS-Datei gelöscht und ein bisschen kleiner gemacht haben. Deshalb ist die Datei jetzt auch ein bisschen kleiner. Ja, ersetzen. Und jetzt habt ihr die Map quasi im Spiel. Save changes to YJCB. Ja. 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 Ja, gut. Dann gehen wir mal rein. Soll ich jetzt ein neues Game machen? Ich mache mal kurz ein neues Game. Ich habe keine Ahnung, was beim alten ist, wo wir da sind. Oh Mann, der ist schon wieder, Alter. Der Dicke hier, ey. Junge Digga. Oh, wie habe ich mein Intro hier gemacht? Dicke Wiese. Oh, der Name ist Dicke Wiese. So, bevor ich irgendwas mache. Debug. Fillback. Choose a number. 1. Pipiapo. Jetzt haben wir alles. Huch, eine WhatsApp-Nachricht gekriegt. Jetzt haben wir alle Items einmal, ne? Damit ich schnell die Karte habe, habe ich das schnell gemacht. Hier haben wir sie. Eine praktische Karte. So. Gut. Oh, ich glaube, da habe ich ein bisschen viel eingetragen. Weil hier unten, das sehen wir hier gleich an der Route. Route 1, Beere. Das heißt, hier unten links steht die Route und hier rechts die Attraktionen in der Route. Und ich glaube, hier unten, da ich so viel eingetragen habe, steht hier links einfach alles über den Haufen. Deshalb ist das so komisch. Marcus Island. Und wir sind in der Mitte.
Ich habe keine Ahnung, warum wir jetzt in der Mitte sind. Damit habe ich mich auch noch nicht auseinander befasst. Das kann ich euch noch nicht sagen. Auf jeden Fall könnt ihr schon mal eine Karte erstellen. Mich würde jetzt mal interessieren. Safe Changes. Mich würde jetzt interessieren, wenn ich in Route 1 gehe, ob ich dann auch in Route 1 bin. Das habe ich noch nicht getestet. Ach, scheiße. Jetzt muss ich die ganzen Scheiße hier machen. Ja, ja. Nicht anreden. Gut. Ich habe keine Ahnung mehr, wie das geht. Ich gehe mal hier über den Zaun. So, bin ich in Route 1? Lalalala. Jetzt bin ich nicht in Route 1, aber woanders, oder? Ich habe schon eine Idee, wie das geht, aber Moment. Bug. Back. Bin ich jetzt woanders? Ja, jetzt bin ich ein bisschen weiter unten. Ne? Ich glaube, wenn ich jetzt hier hinklicke, set the name for this point. Äschte. Huch, eine Mücke. Wenn ich jetzt hier oben hinklicke, set the name for this point, Route 1. Save changes, yes, yes. Hat das irgendwas geändert? Nö. Hätte ja klappen können. Wer weiß. Gut. Also die Karte und so weiter klappt. Jetzt ist nur noch die Frage... Ach, scheiße, fick dich. Jetzt weiß ich nur noch nicht, wie man... Ach, wo kriege ich jetzt ein Pokémon her? Ich will nämlich mal fliegen. Meisterball? Ich will kein Meisterball, ich will fliegen. Verdammt. Also ich weiß jetzt noch nicht, wie ich die Person auf den richtigen Platz kriege. Vielleicht habt ihr dann eine Idee, wenn ich nicht gleich irgendwas rauskriege. Ich nehme jetzt ein Alabes, Level 5, gebe dem Fliegen und dann gucke ich gleich mal wegen dem Fliegen, ob das klappt. Weil ansonsten klappt ja alles, ne? Habt ihr ja gesehen. Map hat geklappt, die Routen haben geklappt. So, dem gebe ich mal kurz Fliegen. Lalalalalalala, fliegen, Alabes lernt fliegen. Gut, Alabes kann jetzt fliegen, das ist natürlich eine super, pokémonische Darstellung. Oh ja, hier, wir können zum Äschte fliegen, was hier unten leider überschrieben wurde. Aber hier können wir nicht hinfliegen, zu Route 1. Gut, wenn ich jetzt zu Äschte fliege... Macht Alabes fliegen, das ist natürlich super unlogisch, aber egal. Und wir sind genau an dem Platz, wo wir es ausgesucht haben. Pokémon, Alabes fliegen. Ja, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, warum der Typ hier jetzt ist. Beziehungsweise wie man ihn einstellt, dass, wenn wir hier sind, dass er auch sein Gesicht da hat. Das weiß ich noch nicht. Schade. Vielleicht ganz kurz in PBS-Datei mal rumgucken. Save, would like to save, ja, warning, nehmen wir erst seit 23 Minuten auf. So, mal gucken, PBS, huch, PBS, Connections, ach du Scheiße. Ja, jetzt bin ich wieder ruhig, ne, ihr wisst Bescheid. Map-Position 013. Ach. Nee. Wie kriegen wir jetzt diesen Typen auf die richtige Stelle? Mann. Trainers, nein. Haben wir hier noch irgendwas? Metadata wäre jetzt das Einzige, wo ich dran denken könnte. Encounters, Abilities ist was anderes. PBBT, Trainerlist. Nein. Nee, gut, Leute. Entweder ihr habt eine Idee. Connections vielleicht. Nee, das habe ich auch schon gehabt. Town Map. Oder hier konnte man nichts anstellen, ne? Dass das da ist? Nee, das geht so nicht. Nee, Leute, bevor ich jetzt noch 5 Minuten rauszögere und nichts hinkriege, ich beende jetzt die Aufnahme. Ich hoffe wenigstens, ich konnte euch mit der Karte helfen und dazu gibt es noch ein extra Video, falls ich was rauskriege. Wenn nicht, dann tut's mir leid. Tut mir wirklich leid. Bis dann.